Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr als Anfänger schnell RP und Geld bekommen könnt. Ja, das ist wirklich eine gute Methode für Anfänger. Dafür braucht man eigentlich auch nicht viel. Ihr müsst euch einfach nur als CEO registrieren können. Ja, registriert euch einfach als CEO. Startet dann einmal die Mission Führungsflucht, schnappt euch jetzt ein MK2-Bike, ansonsten könnt ihr euch auch hier auf der Map einfach einen Helikopter besorgen, unten beim Helikopter-Landeplatz. Begibt euch einfach zur Markierung auf der Map, seid ihr dort angekommen, einfach abspringen, einmal Selbstmord begehen, sobald ihr, ja, sag ich mal, aufklatscht, einfach auf Options, dann gehen wir einmal in den PlayStation Store. So, seid ihr nämlich jetzt hier drin, werdet ihr nämlich nicht mehr respawnen, die Gegner werden euch nämlich nicht finden. Und ja, ihr könnt euch in der Zeit noch irgendeinen Film ansehen oder so. Bleibt da einfach jetzt um die 9 Minuten da drin. Ihr müsst so lange drin bleiben, ja, bis kurz vor der Job endet. Einfach wieder dann rausgehen. Dann werdet ihr sehen, dass ihr dann jetzt wieder spawnen werdet. Ich habe jetzt noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Und wenn der Job dann zu Ende ist, werdet ihr sehen, ihr habt jetzt einiges an MP bekommen. 45.000 GTA-Dollar. Und jetzt hättet ihr normalerweise noch einen 10 Minuten Cooldown. Um den Cooldown zu umgehen, einfach jetzt mal das Outfit wechseln. Und das Spiel einmal neu starten. Seid ihr jetzt in der Open Lobby angekommen, dann könnt ihr jetzt die Führungsflucht erneut starten. Einfach wieder zur Markierung begeben. Selbstmord begehen, dann gehen wir wieder auf Options in den PlayStation Store und hier bleiben wir jetzt so lange drin, bis kurz vor der Job dann endet. Und wenn wir jetzt wieder rausgehen, habe ich noch ein paar Sekunden auf der Uhr, einfach die paar Sekunden noch dann rumchillen und schon habt ihr die nächsten 45.000. Und ja, wenn ihr jetzt das wieder machen wollt, einfach das Outfit wechseln, Game wieder neu starten und die gleichen Schritte wiederholen. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.